Das alte Haus am Wiedenauweg neben dem Bahnhof Biel ist ein besonderer Ort. Der Stefan Kaiser hier in der Mitte lebt seit 3 Jahren hier. Eine Lebenskrise hat ihn hierher gebracht. Er hat die Arbeit verloren und nach einem günstigen Wohnraum gesucht. Ich war fast obdachlos eigentlich und habe das Angebot von günstigem Wohnraum mir extrem geholfen, dass ich nicht ins Bodenlose gehe. Ich bin auch nicht aufs Sozialamt nicht müssen. Ich habe mich selber darunter bringen. Also ich verdiene unter dem Existenzminimum wahrscheinlich und kann trotzdem gut leben. Im Haus hat es ein Dutzend Zimmer. Es wohnen 15 Personen hier. Es hat zwar im 2007 mit einer Hausbesetzung angefangen, aber dann hat das Kollektiv mit der Stadt Biel einen Vertrag aushandeln. Der läuft Ende Juni aus. Das wird La Biel mit einem offenen Brief an die Stadt ändern. Das Ziel unseres offenen Briefs ist, den Dialog mit der Stadt Biel aufzugreifen und Lösungen zu finden, für länger hier zu bleiben. Die Stadt Biel begründet die Kündigung mit dem Mangel am Brandschutz. Die Sanierung würde 350'000 Franken kosten. Das wäre der Stadt zu viel. Das Kollektiv schlägt der Stadt vor, die Mängel beim Brandschutz selber zu beheben. Das Kollektiv ist bereit, viel zu tragen, wenn nicht sogar alles. Für das braucht es aber einen Dialog und braucht es von der Stadt vielleicht einfach auch, dass sie auf sie zukommen, dass sie sie unterstützen. Hey, wenn ihr das allein macht, dann sind wir bereit, euch nochmal einen Zwischennutzungsvertrag in einer Form oder so zu geben. Auf Anfrage verweist die Stadt Biel auf den Eigentümer des Hauses im Kanton Bern. Für den geht die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner vor. Es lohnt sich nicht, das Haus zu renovieren. Zudem hat der Kanton andere Pläne. Wir werden an diesem Ort die Entwicklung oder die Konzentration, Standortkonzentration von der Gymnasien Biel vorantreiben. Das heisst, kurz oder lang wird das Gebäude dort im Weg sein. Die Gebäude oder das Gebäude ist in einem sehr schlechten Zustand. Man hat es natürlich im Hinblick auf das Projekt Westast sowieso abbrechen und hat nicht mehr sehr viel investiert drin. Das Schicksal des Hauses scheint also besiegelt. Der Kanton schließt die eigene Sanierung durch das Kollektiv aus. Er glaubt nicht, dass die den Standards des Kantons genügen würden.